Hallo zusammen, da ist ich einer, du einer mit dem Fabian. Rutsche, richtig. Ja, ja, Rutsche habe ich gewusst, weil das kennt man ja so ein bisschen aus der Einschlägigen. Ja, ja, aus der Szene. Okay, also, hallo, da ist ich einer, du einer mit dem Fabio. Fuck! Fabian. Und Rutsche ist wie Rutsche, einfach mit euch. Ja, genau. Fabio Lander. Genau. Mit Schnauz. Fabian Lander. Eigentlich niemand anders wie der Fabian Lander. Also, jetzt machen wir richtig. Also, heute zusammen, da ist ich einer, du einer mit dem Fabio Rutsche und. Mit dem Fabian. Ich bin froh, machen wir das schon zum vierten Mal jetzt. Ja. Da ist ich einer, du einer. So. Also, da ist ich einer, du einer mit dem. Fabian Rutsche. Genau. So gut hast du nie gesagt. Ja. Also, ich fange an. Ja, du fängst an. Also, ein Mann geht mit seiner Frau kurz Nachtessen zum 20-jährigen Jubiläum und er sagt, los, jetzt kurz vor dem Dessert muss ich ein Thema ansprechen, das mir schon lange auf dem Herzen liegt und ich möchte es jetzt einfach mal sagen. Ich finde es ganz, ganz schön, dass deine Mutter so lange schon bei uns wohnt, aber auf eine Art finde ich es langsam auch ein bisschen belastig und ich fände es an der Zeit, dass sie sich selber eine Wohnung sucht. Und dann sagt sie, meine Mutter? Ich habe mir gemeint, das sei deine Mutter. Ja. Ah, ja. Ich find den unheimlich. Ja. Okay, also, ja. Ich auch. Ich bin der Fabian. Jetzt erzählt der Fabian noch mit. Rutsche ja. Mit Ü wie. Ja, Utsche. Genau, richtig. Also, wie Butsche. Ja, auch. Aber selbst M Butsche und ich bin der F Rutsche. Gut, ich habe das auch geklärt. Nein, also, es ist. Der eine ist gestorben und ich muss sagen, es ist nicht wirklich ein schöner Tag gewesen. Vor allem auch so, wie er gelebt hat, oder? Es war ziemlich klar gewesen, dass er in die Hölle kommt. Und dann schon da in die Hölle leben kann, auf dem Weg, natürlich schon eine richtig panische Angst gehabt. Wo er dort aber ankommt, schaut er so rum und sieht ein Riesenrad, dort so ein Zuckerwattenstand, hinten dran eine Frau, die ruft, «Rohne Magen Brot!» Ja, und ich dachte, irgendetwas ist komisch. Und irgendwann kommt dann so ein Typ vorbei mit so zwei Hörnern da. Und er dachte, ja, da wird da der Teufel sein. Der hat dann so willkommen geheißen und gesagt, hey, willkommen da bei uns in der Hölle, ob er mir irgendetwas zeigen kann oder ob er selber ein bisschen rumschauen will. Hat er gesagt, ja, ich schaue selber mal ein bisschen rum. Gut, dann ist er da weiter. An einem anderen Ort hat er noch gesehen, wahrscheinlich kannst du noch Büchsenschüsse machen, Schiessbuden und so weiter. Und irgendwann kommt er an einen Ort, so eine grosse Wand mit so Löchern, wo er so durchschaut. Und innen da sieht er so loderndes Feuer, Leute, die schreien und alles, was brennt. Und er dachte, das ist jetzt komisch. Jetzt hat er gleich noch eine Frage und dazu, vielleicht will, dass du den Teufel noch mal durchkommst. Er hat dann gesagt, du, eben, er gibt gleich noch eine Frage. Was ist denn jetzt da rein, da mit dem Feuer und diesen Leuten? Er sagt, das sind Katholiken, die wollen das so. Da lacht der Italiener als erstes. Merci vielmals. Ja, danke auch. Tschüss.